Wikipedia zeigt uns ein Beispiel für ein ganz einfaches lineares Gleichungssystem. Es besteht aus drei Gleichungen und in jeder dieser Gleichungen tauchen die unbekannten x1, x2 und x3 auf. Ganz allgemein müssen es aber nicht immer drei Gleichungen und drei Unbekannte sein, sondern es können auch mehr oder weniger sein. Man spricht dann ganz einfach von m-Gleichungen und n-Unbekannten. Oftmals wird ein lineares Gleichungssystem aber nicht mit seinen einzelnen Gleichungen angegeben. Man findet stattdessen die Schreibweise mit einer Matrix und Vektoren. Beide Schreibweisen lassen sich sehr leicht ineinander überführen. Die Ergebnisse der einzelnen Gleichungen werden in einem Vektor zusammengefasst. Die Unbekannten x1 bis xn werden ebenfalls in einem Vektor zusammengefasst. Und was dann noch übrig bleibt, sind diese sogenannten Koeffizienten der einzelnen Gleichungen und die werden in dieser Matrix zusammengefasst. Für das konkrete Beispiel eines linearen Gleichungssystems aus Wikipedia sieht das so aus. Interessant ist sicherlich noch der Hinweis, dass hier eine Matrizenmultiplikation durchgeführt wird. Denn 3 mal x1 ist 3x1, 2 mal x2 ist 2x2, minus 1 mal x3 ist minus x3. Dann haben wir noch die 1 von hier. 2 mal x1 ist 2x1. Minus 2 mal x2 ist minus 2x2. 4 mal x3 ist 4x3. Und wir haben noch die minus 2. Minus 1 mal x1 ist minus x1. 1/2 mal x2 ist 1/2 x2. Minus 1 mal x3 ist minus x3. Und zu guter Letzt auch diese 0. Eine interessante Fragestellung rund um lineare Gleichungssysteme ist immer die nach der Lösbarkeit. Aber das werde ich in einem anderen Video erläutern.